Hallo zusammen, hier ist Andrea von 10 Talente. Willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige dir heute, wie du solche schlichten, edlen Makramee-Ohrstecker machen kannst. Das Tutorial ist sehr gut für Anfänger, weil du den Rippenknoten immer nur in eine Richtung machen musst und beim nächsten Ohrhänger dann in die andere Richtung. Das heißt, du hast genügend Zeit, den Rippenknoten gründlich zu üben und ich zeige ihn auch ganz langsam Schritt für Schritt. Bitte entschuldigt meine Stimme. Ich erhole mich gerade von einer Corona-Infektion und das Video ist meine Quarantänebeschäftigung. Du verwendest alle Fäden mittig. Den ersten spannst du senkrecht ein. Und die anderen knotest du vertikal drauf. Mittig, ich gehe immer ein bisschen unter die Mitte, denn der Knoten verbraucht ja auch Garn. Du nimmst den neuen Faden unter den senkrecht gespannten und hältst diese Kreuzung gut fest. Dann legst du eine Schlinge nach oben herum wie ein D, gehst unten durch in dieses D hinein und ziehst fest. Dabei lässt du hier nicht los. Das gleiche machst du noch einmal, ein D legen, durch die Schlinge gehen und festziehen. Erst jetzt kannst du loslassen. Wenn du jetzt den Knoten richtig gemacht hast, kannst du den verschieben. Und du verschiebst den auch ganz nach oben. So verfährst du jetzt mit deinen anderen Fäden ganz genauso. Diesen Knoten nenne ich vertikales Anknoten. Weil es eigentlich ein vertikaler doppelter Halbschlag ist, was man da macht. Jetzt musst du deine Klemme lösen. Und wir gehen ganz nach rechts und klemmen hier unsere Fäden ein und unten. Dann stecke ich hier eine Nadel rein in die Ecke links neben meinen Tragfaden und lege den Tragfaden jetzt nach links um die Ecke. Geh unter diesen ersten angeknoteten Faden. Der angeknotete Faden, der erste, ist jetzt mein Leitfaden. Und ich mache jetzt mit dem umgeknickten Tragfaden einen Swimmingpool. Springe in diesen Pool rein mit meinem Fadenende und ziehe fest. Sehr fest, dass ich oben nur eine ganz klitzekleine Schlinge habe. Nochmal einen Pool, reinspringen, festziehen.
Ich hole mir den nächsten angeknoteten Faden, lege den oben drüber, über diesen, der von oben kommt, und mache das gleiche wieder. Pull. Beim Anziehen halte ich diesen Rand vom Swimmingpool immer schön gespannt und leicht schräg nach oben, damit die Reihe mir nicht abstürzt. So, als nächstes hole ich mir den Leitfaden von der vorigen Reihe unten drunter durch, unter diesen jetzigen Leitfaden, und mache mit dem auch nochmal so ein Swimmingpool. Nächster Faden. Jetzt habe ich zwei Fäden, mit denen ich so einen doppelten Halbschlag machen muss. Und dann den dritten Faden, den Leitfaden von oben. Jetzt habe ich schon drei Fäden nach unten hängen. Ich hole den nächsten Faden oben drüber über die anderen, denn der Leitfaden geht immer oben drüber über die Knotfäden. Und ich hole mir wieder den Leitfaden von oben als letzten Knotfaden herunter. Und du siehst, ich halte immer diese Leitfäden stramm gespannt, vor allem beim Festziehen. So, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Reihen und habe alle angeknoteten Fäden verbraucht. Diesen Anknotfaden behalte ich noch unten. Der stabilisiert mein ganzes Werkstück. Jetzt nehme ich den zweiten von rechts, also erster, zweiter. Leg den als Leitfaden nach links und mach wieder eine Reihe doppelte Halbschläge. Wenn ich schön feststecke in der Nähe, wo ich knote, dann werden meine Reihen gerade. Übrigens, ich habe vorhin gesagt, beim Festziehen ziehe ich immer ein bisschen schräg nach oben. Ich halte stramm, aber schräg nach oben. Wenn ich gerade stramm halte, dann stürzen meine Reihen mit der Zeit so ab. Und ich bekomme einen kleinen Abstand hinten. So, in dieser Weise machst du jetzt nochmal 9 Reihen. Immer der erste
Also minus den hier, der zählt nicht mit, aber von den anderen vieren, von den anderen fünf, der erste wird immer Leitfaden und geht nach links. Und dann knüpfst du der Reihenfolge nach deine Fäden drauf. Und immer den letzten Leitfaden nach unten holen, unter den Leitfaden und den auch noch anknoten. Jetzt kann ich auch mein Werkstück von den Klemmen wegmachen und mit Stecknadeln fixieren. So. Ich mache jetzt noch mal ein paar Reihen bei besserer Beleuchtung. Leitfaden, Swimmingpool. Das war jetzt der letzte Leitfaden von der vorigen Reihe. Der geht unten drunter und macht auch noch diesen Swimmingpool. Der äußerste rechte wird wieder zum Leitfaden. Ich stecke nochmal eine Nadel rein. Je näher die Nadel bei meinem Arbeitsbereich ist, desto schöner werden meine Reihen. Vor allem, wenn du Anfänger bist, ist das sehr hilfreich, wenn man sein Werkstück schön feststeckt. Insgesamt brauchst du ab dieser Reihe, wo du den Leitfaden von rechts genommen hast, den ersten, da brauchst du 10 solche Reihen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe jetzt die Hälfte. So, jetzt habe ich meine 10 Reihen ab hier und oben die 5 Anknotreihen. Jetzt mache ich die andere Rahmenseite. Dazu drehe ich mein Werkstück ein bisschen herum und stecke es wieder gut fest. Jetzt nehme ich den rechts außen wieder und lege nach links. Eigentlich wie bisher auch, bloß sieht es nachher ganz anders aus. Swimmingpool, Swimmingpool, der erste doppelte Halbschlag, nochmal ein Pool. So, am Schluss, hast du gesehen, habe ich diesen Trägerfaden unten durchgeholt und angeknotet. Also wie bisher auch, immer den letzten Leitfaden auch noch mit anknoten. Genauso machst du insgesamt 10 Reihen. Also die erste zählst du mit und dann sollst du 10 Reihen haben.
Leitfaden der vorigen Reihe unten drunter durchholen und auch noch auf den Leitfaden knoten. So, ich habe jetzt meine 10 Reihen. Du siehst jetzt, dass sich mein Rahmen nach außen biegt. Das ist nicht so schlimm, denn ziehst du einfach außen ein bisschen zurecht. Makramee lässt sich noch so ein bisschen manipulieren und modellieren. So, jetzt stimmt's. Jetzt musst du noch diese Reihen machen, die du hier am Anfang gemacht hast. Und zwar geht das jetzt so, du nimmst wieder den rechten als Leitfaden über alle anderen und machst deine Reihe doppelte Halbschläge nach links. So, und diesen letzten Knoten, den knotest du jetzt nicht. Den letzten Leitfaden lässt du liegen, knotest du nicht an. Und so machst du jetzt noch so viel Reihen, wie geht. Jedes Mal hast du einen Faden weniger, weil du immer den Leitfaden hängen lässt. Und der letzte. Eins. Zwei. Dann machst du in diesen letzten Knotfaden, also ich zeige es nochmal kurz, hier sind meine aufgehörten, nicht verwendeten Leitfäden und das ist mein letzter Knotfaden und den kennzeichne ich jetzt mit einem einfachen Knoten. So, den letzten Leitfaden auf der anderen Seite kennzeichne ich auch. Und jetzt lege ich die beide zusammen, alle anderen Fäden weg und mache hier einen Überhandknoten. Mit beiden gekennzeichneten Fäden. Ganz dicht dran. So, und jetzt drehe ich mein Werkstück auf links und teile meine Fäden in die rechten und in die linken. Dann stecke ich mein Teilchen fest. Und jetzt nehme ich den obersten von rechts und den obersten von links. Das geht jetzt relativ einfach beim ersten. Und knote die zusammen und zwar rechts über links. Mach dann einen Swimmingpool
mit diesem linken Faden und knote den mit einem doppelten Halbschlag an den rechten Faden weglegen. Jetzt nehme ich den zweiten von oben, von rechts, und den zweiten oben von links. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Rechts über links und zusammenknoten mit doppeltem Halbschlag. Rechts über links. Nanu, wo sind sie jetzt? Drei habe ich jetzt. Eins, zwei, drei. Rechts, links. Also ich mache das wie beim Friseur und stecke die mit der Klemme weg, die Fäden, die erledigt sind. Jetzt der letzte, rechts über links. So. Jetzt drehst du wieder auf die andere Seite, auf deine rechte, und kannst jetzt alle Fäden abschneiden und verschmoren. Den zweiten Ohrhänger machst du genau spiegelverkehrt. Das Anknoten geht dabei genau gleich. Aber dann steckst du dein Teilchen nicht rechts, sondern links fest. Und biegst deinen Trägerfaden nach rechts rum. Und jetzt den Trägerfaden unter den ersten Anknotfaden und den Swimmingpool jetzt nach rechts legen. Einen doppelten Halbschlag. Den nächsten Faden oben drüber legen und den Swimmingpool wieder nach rechts legen und den Leitfaden der vorigen Reihe mit anknoten. So. Mehr zeige ich jetzt nicht, sonst wird es langweilig. Dann nimmst du den zweiten Faden von links und legst den nach rechts. Nach deinen fünf Anknotreihen. Und hier dann auch wieder den Swimmingpool nach rechts legen. Und deine 10 Reihen knoten. So, jetzt machen wir gleich noch schnell die andere Seite, den Anfang. Dann siehst du das auch.
Ich ziehe noch hier runter, dass die Schlinge oben ein bisschen kleiner wird. Jetzt habe ich gedreht. Hier wäre normalerweise jetzt meine 10 Reihen Rahmen in die Richtung. Ich habe jetzt gedreht, fange jetzt an der Spitze an. Nehme den obersten Faden, lege den als Leitfaden herum. Und lege auch wieder meinen Swimmingpool nach rechts. Der Leitfaden geht nach rechts. Und am Schluss nehme ich den Leitfaden der vorigen Reihe. Das ist in diesem Fall der Tragfaden. So. Und so weiter. So, ich bin jetzt schon so weit, dass ich unten meine beiden Fäden gekennzeichnet und zugeknotet habe und mein Schmuckstück auf links gedreht habe. Und jetzt knote ich nicht rechts über links zusammen, sondern links über rechts. Mach dann auch den Swimmingpool nach rechts und halte dann den Leitfaden nach rechts gespannt. Vor dem Verschmoren nochmal deine Fäden ganz fest gegeneinander ziehen. Dann kannst du die ganzen Seiten komplett abschmoren. Und am Schluss noch das kleine Schwänzchen. Bevor du dich jetzt daran machst, deine Steinchen in die Rahmen zu kleben, musst du zuerst mal deine Rahmen ein bisschen weiten, indem du einfach deine Steine ein bisschen reindrückst, dass die nachher eben sind mit deinem Rahmen. Dann streichst du sehr wenig von deinem Sekundenklebergel auf deine Knoten drauf. Dann drückst du deinen Stein hinein, aber vorsichtig, dass die Mitte auch tatsächlich oben ist, in der Mitte. Jetzt noch die Stecker draufkleben. Falls dir vom Klebstoff etwas daneben geht, kannst du das mit Isopropanol und einem Wattestäbchen vom Metall und vom Stein wegputzen, indem du das ein bisschen einweichst und dann rubbelst. Vom Polyesterfaden geht es leider nicht mehr weg. Aber wenn du mit dem Isopropanol an deinen Polyesterfaden drankommst, macht das diesem Faden nichts aus. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachknüpfen. Und bis zum nächsten Video.